Ich heiße Asma Sharifa. Ich komme aus Syrien. Ich bin hier mit meiner Familie Ende des Jahres 2015 nach Deutschland gekommen. Ich lerne gerade die deutsche Sprache, weil ich studieren will. Ich hatte meine Freunde, ich hatte mein Studium. Es war eigentlich so schön und es gefällt mir sehr. Ich wollte nie mein Land verlassen, aber wie gesagt, wegen des Krieges müsste ich das machen. Ja, ich bin sehr zufrieden, weil hier die Sicherheit ist und man kann sich wohl fühlen, weil also hier gibt es keinen Krieg, gibt es keine Schwierigkeiten. Natürlich gibt es, aber nicht wie in Syrien. Was mir hier in Deutschland nicht gefällt, dass manche Leute hier in Deutschland mich gucken, als ob etwas komisch auf meinen Kopf habe. Das Kopftuch eigentlich. Es ist für mich kein Problem und ich will auch keine Probleme dafür haben. Und ich denke, dass hier in Deutschland kein Problem sein soll, dass man mit Kopftuch ist oder ohne Kopftuch.